Also ich bin in diesen Tagen absolut gewohnt, dass es sehr viele Interpretationen gibt. Also da kommt man kaum nach. Nein, aber ich stehe da zu meiner Meinung, dass es eine Belastung für ihn ist, nachdem er vor gut 14 Tagen noch der absolute Favorit war. Aber was das UEFA-Exekutivkomitee, wir haben am vorgestern, wo wir in Irland waren, an der Telefonkonferenz organisiert mit dem UEFA-Exekutivkomitee. Was wir vor allen Dingen zum Ausdruck bringen wollten, ist, dass es ja noch keine Verurteilung ist. Es ist eine provisorische Sperre und ihm muss natürlich die Gelegenheit gegeben werden, seine Sicht der Dinge auch juristisch in Ordnung zu bringen. Michel Platini hat ja selber die Ethikkommission angerufen und wenn die zu dieser provisorischen Entscheidung gekommen ist, da gibt es Instanzenwege, um diese Entscheidung auch anzufechten. Das tut er und da sind wir als Exekutivkomitee geschlossen, also auch ich der Meinung, dass das sein gutes Recht ist. Dürfen Sie ihn eigentlich anrufen als Freund momentan oder ist das nach den Statuten auch nicht erlaubt? Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt ein Stück überfragt. Das heißt, Sie hatten aber keinen Kontakt zu ihm persönlich? Ich hatte keinen direkten Kontakt zu ihm.